Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Und ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute gibt es nochmal einen kleinen Rückblick auf meine Reise nach London. Ich bin zwar schon einige Zeit wieder zurück zu Hause, ich meine, klar, zu Hause ist es auch schön, aber Urlaub macht dann doch noch um einiges mehr Spaß. Und ich wollte euch ja über jeden Reisetag einen kleinen Rückblick geben. Und heute geht es weiter mit dem Freitag, das war der 12. Mai. Seht mir nach, dass ich gelegentlich mal hier in mein kleines Büchlein schaue. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, was wir alles Tolles erlebt haben. Ich war dieses Mal mit einer Freundin unterwegs und konnte ihr natürlich meine wunderschöne Lieblingsstadt zeigen. Und euch möchte ich natürlich auch einiges zeigen, was wir dort erlebt haben. Los ging es mit einem kleinen Besuch im Beatles Store. Der ist in der Baker Street, ziemlich in der Nähe von Madame Tussauds. Also falls euch das interessiert. Und da haben wir ein bisschen herumgestöbert und ich glaube, das ist ein Laden, wo jeder Beatles-Fan ja irgendwas finden wird, was sein Herz höher schlagen lässt. Ich mag die Beatles auch ziemlich gerne, aber wahrscheinlich nicht so gern wie meine Mama. Die ist halt in ihrer Jugend auch großer Fan gewesen und ich habe ihr aus diesem Store auch schon mal was mitgebracht oder habe eine Postkarte von dort geschrieben. Und ja, da haben wir eine kleine Runde gedreht und uns die Sachen angeschaut, die man dort so bekommen kann. Und dann ging es weiter zum Covent Garden. Falls ihr da noch nicht wart, das ist praktisch ein riesiges Einkaufsviertel, wo es alles Mögliche gibt von Souvenirs, Kleidung, Schuhen, verschiedene Merchandise, aber halt auch Luxuslabel und auch besonders schöne Kosmetikstores, also zum Beispiel MAC hat dann Store, Charlotte Tilbury, also da war ich natürlich ganz begeistert, obwohl ich da nichts gekauft habe, weil das denn doch vergleichsweise teuer ist und ich auf dieser Reise auch schon relativ viel Make-up gekauft habe. Das zeige ich euch in einem separaten Video, was ich da alles in meinen Koffer gesteckt habe. Es waren auch wieder einige sehr, sehr schöne Sachen, die jetzt auch schon in meine Make-up-Routine Einzug gehalten haben. Dort haben wir etwas rumgebummelt. Wir waren dann auch noch in einem Harry Potter Store, also das ist irgendwie die Noble Collection, da gab es auch eine Regalfront, wo ganz viele Darsteller aus Harry Potter und Herr der Ringe und allen anderen möglichen Fantasy-Franchises Autogramme hinterlassen haben. Das fand ich besonders spannend. Ich meine, die Merchandise-Sachen, die sind prinzipiell in jedem Laden irgendwie dieselben, mal mit ein bisschen Variation. Aber diese Autogramme fand ich dann doch irgendwie schon ziemlich cool zu wissen, dass man gerade in einem Laden ist, wo schon so viele Darsteller waren aus Filmen und Serien, die man selber sehr, sehr toll findet. Von Covent Garden ging es dann weiter nach Soho. Das sind ja benachbarte Stadtviertel. Also da muss man nicht besonders weit laufen, was in London wirklich mal ein Wunder ist, weil sonst muss man immer super viel laufen. Also wenn ihr mal nach London fahrt, nehmt euch auf jeden Fall bequeme Schuhe mit, weil man läuft dann doch schon mal 10, 15 Kilometer an einem Tag, ohne dass man es wirklich beabsichtigt hat. In Soho haben wir auch herumgebummelt. Dani wollte sich gerne das Theater, wo Harry Potter and the Cursed Child aufgeführt wird, einmal von außen anschauen. Wir haben dann auch in verschiedene Läden reingeguckt, auch in, ich glaube, The Book of Spells heißt der Laden, wo es auch sehr, sehr viele nerdige Sachen gibt, wie zum Beispiel den Thron aus Game of Thrones, verschiedenes Merchandise und so weiter. Da haben wir dann auch ein paar Runden gedreht. Ich habe mir da auch einen Einkaufsbeutel mitgenommen, so als kleines Souvenir, das man auch gut im Alltag verwenden kann. Also ich mag das ja immer, wenn man Souvenirs nicht einfach nur ins Regal stellt, wo sie dann vor sich hin verstauben, sondern dass man sie auch nutzen kann, wie zum Beispiel ein Einkaufsbeutel oder einen Flaschenöffner oder irgendwas, was man in den Alltag integrieren kann und wo man trotzdem dann immer an den Urlaub denken kann. Von Soho aus sind wir dann in Chinatown noch ein bisschen herumgewandert. Das ist ja wirklich ein wunderschöner Stadtteil, einfach durch diese tolle Dekoration. Und wir wollten eigentlich dort etwas essen, weil man ja nicht so viel Gelegenheit hat, normalerweise wirklich authentisches asiatisches Essen zu verputzen. Aber die Preise sind schon wirklich ziemlich hoch gewesen. Also wir sind überall mal stehen geblieben, haben uns die Speisekarten angeguckt und da ging es im Prinzip erst so ab 15 Pfund los.
Und das ist halt schon relativ teuer für nur eine Mahlzeit. Ich meine, klar, London ist eine ziemlich teurere Stadt, aber wir haben ja zum Beispiel auch herausgefunden, dass man bei Itsu für ja rund 8 Pfund eine komplette Mahlzeit bekommt. Deswegen, auch wenn wir wirklich Lust hatten und Appetit hatten und die Atmosphäre in Chinatown wirklich sehr angenehm war, haben wir denn darauf verzichtet, dort etwas zu essen und sind dann weiter geschlendert Richtung Trafalgar Square. Das ist ja auch so ein wunderschöner Platz mit dieser großen Gedenksäule mit den 4 Löwen drumherum. Dann gibt es noch Springbrunnen mit Fontänen und sehr, sehr viele Tauben. Also da steht auch extra, dass man die Tauben nicht füttern soll, weil die auch wohl relativ viele Krankheiten übertragen können. Und das sollte man ja besser vermeiden, sich da irgendwie was einzufangen. Also ist wirklich schon sehr, sehr viel los, so was so Federvieh angeht. Da haben wir uns ein bisschen auf eine Bank gesetzt, haben ein bisschen ja, uns ausgeruht, einen kleinen Snack gegessen, weil wir in Chinatown nicht gefuttert haben. Und an dem Tag war wirklich das Wetter gar nicht so berauschend. Also es hat nicht wirklich geregnet oder dass es wirklich mies war, aber es war relativ kühl und es war so eine unangenehme, ja, feuchte Kühle. Also kennt ihr vielleicht, wenn man irgendwie sitzt und denkt, so, naja, es sind eigentlich irgendwie schon 10 Grad oder so, aber irgendwie ist es heute richtig, richtig ungemütlich. Deswegen haben wir beschlossen, relativ spontan den Nachmittag dann in einem Museum zu verbringen. Also schon als kleiner Tipp, wenn ihr mal nach London fahrt und euch für Museen interessiert, sehr, sehr viele Museen sind kostenlos, vor allen Dingen die großen Museen. Und wir haben uns dann für das Naturhistorische Museum entschieden. Ich war da auch schon zweimal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und es ist wirklich ein fantastisches Museum, wo man so viel erleben kann. Also ich will auf jeden Fall auch noch mal ins Britische Museum und ins Victoria and Albert Museum. Also ganz, ganz, ganz tolle Ausstellung. Also, falls ihr irgendwie historisch und kulturell interessiert seid, ist das auf jeden Fall etwas, was ich euch wirklich empfehlen kann für einen London-Besuch. In dem Naturhistorischen Museum geht es denn hauptsächlich um die Geschichte der Menschheit, der Tiere. Es gibt Dinosaurier-Ausstellungen, verschiedenste Säugetiere, Insekten und alles Mögliche, ich sag mal, rund um die Geschichte der Welt und eine absolute Sehenswürdigkeit. In diesem Museum ist die große Halle, wo ein Blauwal-Skelett von der Decke hängt. Das sieht halt einfach super beeindruckend aus. Und allein das Gebäude ist schon definitiv einen Besuch wert. Also allein das Gebäude ist wunderschön und tolle Architektur. Alles ist irgendwie so, ja, künstlerisch verziert und dann gibt es da ja so Steinornamente, auf die man erstmal gar nicht achtet, aber die trotzdem total schön sind, weil man natürlich auch auf die Ausstellungsstücke achtet. Und wenn ihr euch, wie gesagt, für Museen interessiert, geht da auf jeden Fall mal rein. Ist kostenlos. Man muss nur kurz online schauen, ob das Museum bereits zu stark besucht ist. Und dann kann man Timeslots wählen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, um 15 Uhr möchte ich da rein. Und dann bekommt man eine E-Mail, wo steht, alles klar, Sie sind für 15 Uhr registriert. Also man muss wirklich nicht viel machen, als einmal kurz auf die Internetseite, um zu gucken, ob nicht so schon zu viele Leute im Museum sind, weil es ist ja auch ein bisschen abträglich für den Spaß im Museum, wenn man da hingeht und es sind zu viele Leute und man kann sich gar nicht in Ruhe alles angucken. Aber wir hatten auf jeden Fall auch Glück, dass sich die Leute, die da waren, auch wirklich in dem riesigen Gebäude gut verlaufen waren, sodass wir uns alles, was uns interessiert hat, in Ruhe angucken konnten. Und das war auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr lohnenswerter Besuch und auch, ich sage mal, so kleine Abstecher in vermeintliche Nebenräume lohnen sich total. Also man geht ja meistens so die Hauptgänge und dann geht man durch eine Tür, die gar nicht so auffällig wirkt. Und auf einmal ist man in einer gigantischen Geologieausstellung, wo es zum Beispiel sowas wie den Ostrostone gibt. Das ist so ein riesengroßer blauer Edelstein, sieht total beeindruckend aus. Und alle möglichen anderen Edelsteine, wo einem fast die Augen aus dem Kopf fallen, weil die einfach so wunderschön funkeln und glitzern. Also ganz tolles Museum, ganz klare Empfehlung von mir. Dort haben wir dann den Nachmittag verbracht von diesem Tag, weil halt einfach das Wetter nicht so berauschend war und wir nicht so viel Lust auf Outdoor-Aktivitäten hatten. Weil dann fühlt man sich irgendwie so, oh, es ist so kalt und ungemütlich. Und ja, das ist dann halt einfach kein großer Spaß. Und für solche Wetterlagen sind dann halt die Museen in London absolut optimal. Nach diesem sehr, sehr schönen Museumsbesuch haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht und haben dann den Tag auch schon ausklingen lassen. Und was wir am nächsten Tag erlebt haben, das erfahrt ihr auch schon ganz, ganz bald in einem nächsten Video. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und übermorgen seht ihr schon ein nächstes Video und wie es dann weiterging in London, das erfahrt ihr auch schon ganz, ganz bald. Wir sehen uns bald wieder, eure Ramis.